Was wäre der Traumjob? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja noch sehr unentschlossen. Ich warte einfach mal ab, was auf mich zukommt und was mich erwartet. Und daraus werde ich dann im Studium spätestens dann sicher wissen, was ich dann endgültig dann arbeiten werde. Wenn du jetzt quasi alles machen könntest, was du sein wollen würdest, ja? Also was fällt dir spontan ein? Vielleicht oder als Kind, was gesagt hast, eigentlich wollte ich immer das machen. Was war das? Da war ja wahrscheinlich eine Prinzessin geworden. Das ist auf jeden Fall ein Traumjob. Also das haben wir noch nicht gehabt. Das ist neu, ja? Was machst du? Ich bin auch Drogistin. Okay. Was wäre dein Traumjob? Ja, auch die Richtung. Ja. Ich glaube, das sollte jedes Mädchen werden. Ja. Ja. Da habe ich noch keinen Stand auf der Best gefunden. Du? Nein, leider nicht. So, ihr seid gerade beim Ausrasten im Best Place. Ja. Wie geht's euch so? Was habt ihr euch schon angeschaut? Viele Tourismusschulen. Auch so einen Test habe ich gemacht, was mich interessieren könnte. Eigentlich ganz viele verschiedene Dinge. Was ist denn rausgekommen bei diesem Test? Dass ich glaube, ich ist rausgekommen. Kaufmännische verkaufen, kümmern, genau sein. Also alles das, was ich mir nie gedacht hätte, was rauskommt. Ah. Die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung ist 1001 manchmal. Also es ist ganz, ganz spannend. Mhm. So sie angekreuzt, das interessiert mich gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt ja gar nicht. Und habe mir gedacht, da wird sie jetzt super sagen, 5 Punkte, 2. Und mir gedacht, okay, spannend. Einfach spannend. Aber sie ist ja nur eine Momentaufnahme. Sie ist noch jung und das kann sich ja noch sie mal ändern und das passt schon. Hallo, wie heißt du denn? Malik. Und wie alt bist du? 6. Und weißt du schon, was du mal werden möchtest? Ja. Und was ist das? Ein Ninja. Bitte? Ein Ninja. Ein Ninja. Okay. Hast du schon welche gesehen heute auf der Best? Ninjas?